Bilder wie diese kann man im Atelier Laszlo nicht nur bestaunen, sondern wenn man möchte, auch selbst anfertigen. Axel Laszlo bringt seinen Kursteilnehmern bei, an nur einem Tag viele solcher Gemälde herzustellen. Er schafft das auch mal in einer Viertelstunde. Axel, du siehst mich schwer beeindruckt. Wir haben es eben im Zeitraffer gesehen. Das waren jetzt 15 Minuten, um so ein Bild zu machen. Ölmalerei heißt das Ganze. Genau, so heißt das Ganze. Erzähl ein bisschen was dazu. Was ist Ölmalerei? Also Ölmalerei gibt es natürlich schon sehr, sehr lange. Und diese Technik, die heißt ganz konkret Nasse-Nass-Technik. Das bedeutet, man malt die ganze Zeit mit und auf nasser Ölfarbe. Das Bild trocknet also nicht. Ich behaupte ja von mir sagen zu können, meine Bilder, die sehen aus, als hätte die ein Fünfjähriger, der durchschnittlich malen kann, malen. Weil ich habe überhaupt kein Talent dafür. Aber du hast gesagt, macht nichts und ihr habt mich sogar eingeladen, du und deine Frau, zu sagen, komm doch mal vorbei, wir wollen dir das mal zeigen. Geht das wirklich so schnell? Diese Technik ist tatsächlich für jedermann geeignet. Egal, ob er schon mal gemalt hat oder noch nie gemalt hat oder schon 50 Jahre nicht mehr gemalt hat. Also denn irgendeine Vorlage, nach der wir uns jetzt orientieren können, oder? Ja, lieber Stefan, ich würde sagen, du suchst dir einfach mal von den beiden eins aus. Was hältst du denn davon? Von den beiden hier? Ja, genau. Ja, du kannst dir richtig schön aussuchen, entweder sowas Warmes und Farbiges oder vielleicht etwas richtig schön winterlich Kaltes. Ich glaube das ja niemals, dass sowas entsteht. Aber ich würde sagen, genau, winterlich kalt, jetzt sind wir ja langsam im Winter. Ich würde das Blaue nehmen hier und das versuchen wir dann mal. Für 95 Euro pro Kurs kann es jeder versuchen und wir starten erstmal einfach. Also für den Anfang so ein kleiner Klecks Weiß, das sieht aber noch relativ übersichtlich aus. Also wir machen erstmal Weiß auf Weiß. Ganz genau, wir machen erstmal Weiß auf Weiß. Also das ist unsere Grundierung, damit die Leinwand richtig schön rutschig ist. Dafür streichen wir sozusagen erstmal die ganze Leinwand und sorgen dafür, dass die Farbpigmente schön in die Leinwand gepinselt werden. Und dann wechseln wir die Farbe. Nimm mal einfach deinen 1 Zoll Pinsel, ne? Das ist der kleine, hier ist vorne so eine 1 drauf. Mhm. Und dann tupfen wir erstmal nur in dieses Blau, und zwar nur in einen ganz, ganz kleinen Bereich. Wir brauchen erstmal so wenig Farbe wie möglich. Ein paar Mal richtig schön reintupfen, dann lädt der Pinsel sich nämlich auf. Ja? Wir wollen nur ganz, ganz wenig Farbe. So reicht, denke ich mal. Mhm. Ja, dann ist hier so ein bisschen Farbe dran. Und wir fangen einfach mal oben an und mit kleinen sich kreuzenden Strichchen setze ich erstmal hier nur Farbe ein. Ja, und dann kannst du erstmal gucken, was hier überhaupt passiert. Eine Menge, denn nur durch ein paar Striche und einige weiße Aussparungen, die man nach Bedarf freilässt, entsteht schon ganz schnell die Vorstellung von Himmel und Wolken. Wir machen jetzt mal genau dasselbe. Und zwar, wir tunken unseren Pinsel hier wieder rein in die Farbe. Wir brauchen auch noch ganz, ganz wenig Farbe. Und dann haben wir ja noch so einen unteren Bereich von unserem Bild. Ja. Und da ziehen wir nur waagerecht etwas Farbe ein. Das wird später unser Wasser werden. Kompletten unteren Bereich. Ja. Wie lange machst du das schon? Also wie bist du dazu gekommen? Also im Prinzip hat alles bei mir angefangen, als ich als Kind die Bob Ross-Sendung damals im Fernsehen gesehen habe. Ach, das ist dieser Fernsehmaler, genau. mit dieser großen Wuschelfrisur. Genau, der aus Amerika. Und so richtig angefangen habe ich dann 2019. 2019 mit meiner Zertifizierung zum Bob Ross Mallehrer, so hieß das. Ach, das gibt tatsächlich so eine Zertifizierung und sein Name ist mit drin sozusagen, weil man dann so schnell und so gut das künstlerisch umsetzen kann. So sieht's aus. Und damit habe ich angefangen und das ist wirklich eine richtig tolle Basis für jemanden, der mit der Malerei allgemein anfangen kann oder anfangen möchte. Und auf dieser Basis gibt Axel Kurse und hat auch eigene Techniken entwickelt, die dort ebenfalls zur Anwendung kommen. Manchmal sieht es sogar so aus, als ob man jetzt schon Wolken oder irgendwelche Lichtsachen oder so auf seinem Bild drauf hat. Ja. Ja, automatisch. Du siehst, es ist kein Hexenwerk. Naja, noch nicht, aber bisher ist es ja nur in Anführungsstrichen drauf machen, aber nicht nur so Berge und Bäume und so. Ja, das kriegen wir schon hin. Mal gucken. Wir gucken erstmal nach unserem Gebirge. Axel macht vor, ich mache nach. Zuerst ziehen wir nur eine dunkle Linie übers Bild und ohne neue Farbe zu nehmen, malen wir die noch hellen Flächen unter unserem Bergkamm etwas aus und mit einem größeren Pinsel ziehen wir die Farbe noch weiter nach unten, dass es schon einigermaßen nach Berg aussieht. Dann kommen erstmal unsere weit entfernten Bäume ins Spiel. Reingetupft in die Farbe und dann hier lasse ich hier kleine Köpfe rausgucken. Was hier unten passiert, ist erstmal Wurst. Kleine Köpfe, ne? Mal ein großer, mal ein kleiner, mal ein dicker, mal ein dünner. Und die liegen ungefähr auf einer Linie. Und ich bleibe erstaunt. Durch bloßes, ständiges Auftupfen mit dem Pinsel entstehen unsere Baumreihen. Es folgt die Kälte. So, und dann fangen wir einfach mal bei unserem größten Berg an. Ja. Und dann packen wir einfach mal hier oben. Ja, guck mal, da ziehe ich jetzt einfach mal so, wie der Berg verläuft.
Ja. So ziehe ich hier etwas Schnee rein. Ganz sanft. Brauchst gar nicht groß aufdrücken, bloß so leicht rüberziehen. Und dann entsteht so eine sanfte Helligkeit auf unserem Berg. Hier komme ich etwas ins Stocken, weil ich meine Schneewischereien gar nicht so gelungen finde. Aber Axels Tipp, einfach mal die Perspektive wechseln. So Stefan, und dann ganz wichtig, wenn man merkt, dass es funktioniert, dann muss man erstmal aufhören, weil ansonsten machen wir ganz schnell immer zu viel. Gut, gehen wir mal einen Schritt zurück und gucken erstmal, was wir gemacht haben. Aber man kann es tatsächlich schon. Ja. Du hast Struktur in deinem Berg. Verschneite Berge, gut, jetzt nicht so punktuell wie bei dir, schon ein bisschen mehr Wischiwaschi, aber zumindest. Aber du siehst, schon beim ersten Mal kriegst du sowas schon hin. Genau wie eine Schneefläche am Boden und hohe Tannen, die eigentlich auch nur aus kleinen Strichen und Tupfern links und rechts bestehen. Das Bild wächst und wächst und ich tupfe und streiche eigentlich nur. Mit viel oder wenig Druck und viel oder wenig Farbe lassen sich in kürzester Zeit also wirklich vorzeigbare Ergebnisse erpinseln. Pinsel ist geladen, wir halten ihn an der schmalen Seite und ich kippe ihn ein bisschen nach vorne und setze jetzt hier ganz sanft, ich muss gar nicht viel drauf drücken, ganz sanft setze ich hier so ein paar kleine Highlights oben drauf. Diese Highlights machen erst unsere richtig schöne Winterlandschaft aus. Sowohl die Bäume als auch die Tannen betupfen wir so mit kleinen Schneeflocken und machen es noch winterlicher. Jetzt fehlen nur noch ein paar Äste und wir nähern uns dem Ziel. Das ist schon ein bisschen irre, aber ich wüsste jetzt gefühlt genau, wo die Äste hinkommen, weil ich mir einbilde, da steht schon ein Baum. Genau. Und das Schöne ist, du kannst dir überall, kannst du dir in deinem Bild was herausgreifen und kannst sagen, hier steht jetzt etwas, hier ist jetzt etwas. Dass von meiner Hand eine zumindest für mich fertige Winterlandschaft entsteht, finde ich wirklich erstaunlich. Und natürlich benötigt solch ein Meisterwerk auch noch eine Signatur. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer ich bin fertig. Ja, also es sieht auf jeden Fall fertig aus und ich beglückwünsche dich zu deinem allerersten Ölgemälde, was du selber kreiert hast. Vielen Dank auch für deine Einladung. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich in 3 Stunden jetzt sowas schon hinkriege. Also, liebe Zuschauer, vielleicht auch was für Sie, Ölmalerei, trauen Sie sich ran. Wahrscheinlich sind Sie sogar noch ein bisschen besser als ich. In diesem Sinne, schönes Wochenende und noch eine schöne Rest-Adventszeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Dieses Video ist vorbei, aber wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, zum Beispiel von mir, dann bleibt auf unserem YouTube-Kanal. Also abonnieren, liken oder einen Kommentar dalassen. Viel Spaß!